Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Heute ein Herrschaftsgameplay auf der Map Meltdown von Snipe for Honor. Er hat hier ein kleines Sniper-Gameplay auf der Map erspielt und heute soll es mal in meinem Video um ein Thema gehen, was ihr alle kennt wahrscheinlich, und zwar: Was hasse ich an Call of Duty? Und was ist eigentlich an Call of Duty zum Beispiel lästig? Ich kann echt ein fettes Buch davon schreiben, was bei mir schon alles passiert ist, Leute. Und zwar, das fängt jetzt zum Beispiel mit dem Internet an. Das Problem, manchmal komme ich gar nicht in eine Lobby. Manche haben das Problem auch. Oder manchmal unterbricht einfach dieses Spiel, Host unterbrochen oder Spiel kann nicht weitergeführt werden, weil es Internetprobleme gegeben hat. Solche Sachen treten doch bei Call of Duty schon manchmal auf. Und das habe ich bei anderen Spielen bisher noch nicht erlebt. Zum Beispiel Multiplayer-Spiele, zum Beispiel Grand Theft Auto 4 oder Red Dead Redemption. Da kommst du selbst bei der Kackleitung rein in jedes Spiel. Aber bei Black Ops 2 brauchst du wieder fettes Breitband-Internet, um überhaupt da mal richtig fair zu spielen. Weil das Problem, diese ganzen guten Spieler haben auch meistens immer eine sehr gute Internetleitung. Und wenn ich jetzt eine schlechte Internetleitung habe, dann habe ich eben Verzögerung um ein paar Sekunden. Und dann merkt man das dann auch meistens an der sogenannten KD, also an der Killstreak oder so, wie das heißt. Was ich aber noch an Call of Duty hasse, das ist mir heute wirklich aufgefallen, als ich heute mit meinem privaten Account online gegangen bin. Der heißt weder YouTube Gamescom noch der junge Zocker JT. Da bin ich in eine Lobby reingegangen und da habe ich schon gehört, wie andere beleidigt wurden. Hey, hey, was willst du, ey? Hä? Was beleidigst du, Elotrix? Und solche Sachen oder, was willst du? Hä? Du Elotrix, du, ja. Da habe ich mir gedacht, was läuft denn da ab, Mann? Geht's noch? Um was reden wir denn eigentlich hier? Gleich mal richtig beleidigen. Und das sind auch die Schlimmsten. Es gibt wirklich diese Leute, ihr habt sie alle schon erlebt. Geht in den Headset-Chat und gleich werdet ihr beleidigt. Ihr müsst nur Hallo sagen, dann kommt: Hey, was willst du? Hey, du Huren, ja. Sowas kommt, Leute. Das ist halt, Leute, völlig normal, dass man gleich mal beleidigt wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, einen Akzent habe oder vielleicht jetzt Ausländer bin, kommt gleich von den Deutschen zurück: Hey, 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 du Affe, hey, 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 hey. Sowas zum Beispiel. Das ist jetzt zum Beispiel Rassismus, was es auch gibt. Ganz klar, das ist ein öffentliches Netzwerk, da kommt jeder rein. Da gibt's Nazis, da gibt's, ja, sowas gibt's halt. Untermenschen gibt's halt und auch Pädophile. Habe ich auch schon ein paar erlebt. Die reden dann ein bisschen anders, so: Hey! Hi, wie geht's dir so? Ich bin's, Pedobär. So, ja, ja, Pedobär. Ich hab Süßigkeiten und so. Also wirklich, das ist wirklich, was du alles lebst. Also, ja, was du alles erlebst, Leute, da kannst du echt ein fettes, fettes Buch schreiben. Schreibt mir mal eure krasseste Geschichte, die ihr jemals erlebt habt in einer Call of Duty Lobby. Ich denke mal, da kommt bestimmt was zusammen. Vielleicht habt ihr mal, keine Ahnung, Commander Krieger gesehen, der hier, keine Ahnung, ihr wisst schon, irgendwas, was ihr erlebt habt in der Lobby, was euch vielleicht aufgeregt hat, was euch genervt hat, dann könnt ihr das jetzt in die Kommentare schreiben und dann können wir das mal so klären. Jetzt möchte ich aber ein bisschen auf meinen Gast eingehen. Ich finde einfach, der hat richtig cool gespielt. Dieser Snipe for Honor. Ich bin hier auch noch in meiner Lobby und sterb da 11 Mal. Was ist denn da los? Nein, diesmal war es nicht mein Internet, sondern diesmal war es einfach, dass ich zu 95% im Halbschlaf war und den Controller nur noch so, na, so gerade noch so ein bisschen gesteuert habe. Also ich war nicht mehr ansprechbar, um das jetzt mal so zu sagen. So, aber die Lobby hat auf jeden Fall gerockt. Blöderweise kann man beim Kinomodus ja nicht den Sprachchat hören. Das ist ein bisschen schade, aber da ist es schon richtig abgegangen. Und da sind noch die Hormone gespritzt. Nicht nur Hormone.
So. Coole Kills. Und jetzt schauen wir auf das Ende. Es war ein 54 zu 116. Aber bei dem Gameplay ist doch der Gewinn scheißegal. Findet ihr auch? Also ich finde es auf jeden Fall, er hat einen coolen Kill gemacht. Schreibt ein paar gute Nachrichten, ein paar Zeilen, ein paar nette. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Und ciao. So, jetzt muss ich hier noch auf Ausdrücken.